Also, wie der Kanalname Kapuzenkiki entstand. Holt euch einen Tee, das wird etwas dauern. Alles begann mit einer Kiki, die sich dachte, mache ich mir doch mal einen Insta-Account auf, wo ich meine ganzen unbekannten Spiele vorstelle. Ja, und dort hat sie dann Leute kennengelernt, ganz nette Dudes, die ihr von Twitch erzählt haben, dass man dort streamen kann und gedacht, dass ich dann streame ich doch mal auf Twitch. Während den Streams hat sie dann auch jemanden kennengelernt, der ihr vorschlug, ja, mach doch mal YouTube vielleicht, also wo du deine ganzen Streams auf YouTube hochladen kannst, damit die Leute, wo kein Twitch haben, trotzdem deine Streams sehen können. So. Kiki stand jetzt praktisch vor der Idee, okay, ich könnte ja YouTube starten, aber ich habe keine Ahnung von Technik, woher soll ich die ganze Zeit dafür nehmen? Und ich habe einen Job, wo ich auch Rufdienste unter anderem machen muss, was dann wieder mit meiner begrenzten Zeit verbunden ist. Ja, das war dann alles ein bisschen schwierig. Doch da kam Welt und meinte, Kiki, ich kümmere mich um die Technik, du kümmerst dich um die Unterhaltung und dann kriegen wir das schon geregelt. Und Kiki war glücklich über diesen Vorschlag, weil dann musste sie sich nicht mit diesem furchtbaren Thema Technik beschäftigen und hatte schon mal da Zeit gespart und konnte dann einfach weiterhin streamen, wann sie halt Zeit hatte. Die nächste Frage war jetzt natürlich, wie benenne ich den YouTube-Account? Nennen wir den jetzt einfach unbekannte Spiele, so wie mein Insta-Account-Name. Aber Kiki dachte sich, naja, also wir machen das ja gemeinsam. Der Held macht ja die ganze Hintergrundarbeit und wir sind ein Team. Also wie wäre es mit einem gemeinsamen YouTube-Kanal-Namen, wenn wir schon alles so gemeinsam machen und voll das Stream-Team sind? Und da sein Name, also sein Username, an Kapuze angelehnt ist, ich werde jetzt mal nicht seinen richtigen Namen da veröffentlichen, haben wir einfach unsere Namen fusioniert mit seiner Anlehnung an Kapuze und ich mit Kiki und so entstand Kapuzenkiki. Praktisch eine Fusion aus unseren beiden Accountnamen. Ja. Und das lief dann eigentlich auch ganz super, weil die Kiki hat ihren Spaß gemacht, hat gestreamt. Der Held hat die ganzen Streams dann bearbeitet und auf YouTube hochgeladen. Kiki hat dann daraufhin auf ihren Insta-Account schön die Werbetrommel getrommelt. Und ja, eigentlich waren wir dann alle glücklich. Also es lief, es war eigentlich alles super, super toll. Und sie hätte es auch für immer sein können. Jedoch, wo Licht ist, ist auch Schatten. lasst mich. Ich brauchte einfach irgendwie eine Überleitung zu diesem Thema. Jedenfalls, das Jahr 2020 hat nicht so toll angefangen. Der Held meinte, er müsse seinen eigenen Weg gehen und hat mich dann irgendwie mehr oder minder da alleingelassen mit allem und ja, wir konnten noch nicht mal so richtig uns verabschieden, weil es gab diese eine Blockade namens ich wurde blockiert auf sämtlichen Social Netzwerken. Ich hatte also keine Ahnung, was los ist, warum ich plötzlich blockiert bin, warum er aus dem YouTube-Kanal ausgestiegen ist, warum ich jetzt plötzlich alleine dastehe. Und dann, ja, das war nicht so toll. Weil ich hatte dann mehrere Dinge, mit denen ich kämpfen musste. Zum einen habe ich natürlich einen tollen Freund irgendwie verloren und ich wusste noch nicht mehr wieso. Zum anderen hatte ich den Kapuzen-Kiki-Kanal ganz alleine auf mich liegen, auf meinen schmalen Schultern.
Und ja, ich und diese Technik, wir waren immer noch nicht befreundet. Also das war immer noch schlimm. Und YouTube hat aber nun mal was mit Technik zu tun. Aber Kiki und die Technik sind auf Kriegsfuß. Das ist schlecht. Und dann, ja, die nächste Zeit war etwas schwierig. So die nächsten 2-3 Monate. Ja, so, sagen wir mal, die Regenwolkenzeit kam. Kiki war ein bisschen traurig. Mit der Technik stand es immer noch auf Kriegsfuß. Es war alles nicht so toll. Sagen wir es mal so. War nicht so toll. Ah, aber jedoch, mit der Hilfe von Google, wo ich alles ergoogelt habe, mein ganzes technisches Know-how jetzt. Mit der Hilfe von Freunden für die psychische Unterstützung ging es dann wieder irgendwie. Und die Regenwolken lichteten sich und es kam wieder sowas wie eine Sonne raus. Das war dann ganz schön. Ja, und was ist nun mit der Technik und der Kiki geworden? Sagen wir es mal so, wir haben uns auf einen Waffenstillstand geeinigt. Also, ja, ich bin ganz glücklich darüber. Ich glaube, die Technik auch. So, jetzt könnte natürlich der eine oder andere mich fragen, hey Kiki, aber wenn er doch jetzt nicht mehr dabei ist, dann könntest du doch den Kanalnamen wieder umändern. Ja, könnte ich. Habe ich mir auch schon Gedanken drüber gemacht. Aber, also, ja, es ist schwierig, weil, naja, ihr müsst euch vorstellen. Ich habe auf dem Kanal immer noch Videos von ihm. Er hat die Seite komplett selber errichtet. Er hat mir bei vielem geholfen, auch wenn sein Abgang nicht so cool war. Aber man muss ihm das wirklich anrechnen. Er hat mir sehr viel geholfen, gerade in der Anfangsphase mit dem ganzen Technikzeugs. Ja, und sollte ich jetzt wirklich die paar Videos löschen, wo auf dem Kanal sind noch von ihm? Sollte ich jetzt den Kanalnamen Kapuzenkiki umändern? Nein. Ich finde, das ist es die Mühe nicht wert. Nee. Ich glaube nicht. Ja, und das war im Grunde die ganze Geschichte, wie der Kanalname entstanden ist. Es geht nicht auf. Ah, danke schön. Läuft in die Tür, ah ja. Oh, die Puppe hat's blockiert. Er ist auf meiner Seite. Dankeschön. Ob. Als ob. Als ob ich 50 Abonnenten jetzt hab. Krass. Aha. Hey, wo habe ich plötzlich 50 Abonnenten? Ich check's nicht. Ich check's nicht. Als ob. Leute. Made my day. Ey, also, das ist ja noch eine 50! Ich will voll raussticken. Jetzt hab ich deine 50, ja. Oha. Let me down.